Herzlich willkommen wieder bei einem neuen Video von Achtung Aufnahme, diesmal mit Achtung Aufnahme unterwegs. Unterwegs in der Stadt Salzburg mit ein paar kleinen Videoeindrücken und auch Fotoeindrücken. Gute Unterhaltung wünsche ich. Audiokommentare gibt es auch dazu. Gleich geht's los nach der Signation. Die Stadt Salzburg, immer eine Reise wert. Eine wirklich wunderschöne Stadt, die Landeshauptstadt des Bundeslandes Salzburg. Wir waren Anfang Jänner dort. Wir hatten keinen Schnee und kein typisches Winterwetter, was eigentlich recht praktisch war, denn so konnte man gemütlich und ohne Kälte zu erleiden verlieren. Mit 12 Grad plus wohlgemerkt. Hier das Mozart-Geburtshaus, beliebt bei Touristinnen und Touristen und auch uns hat es gefallen. Der berühmte Komponist Wolfgang Amadeus Mozart, der am 27. Jänner 1756 in Salzburg geboren worden ist. Hier ein paar Videoeindrücke vom Mönchberg, der Mönchberg, der 500 Meter hoch ist, und M32, das Museum der Moderne. Oben ist ein sehr, sehr schönes Lokal, wo man unten zum Beispiel mit einem Lift hinauffahren kann. Und dort hat man einen wunderschönen Ausblick hier auf die Festung Hohen Salzburg, auf das Zentrum der Stadt. Hier die Eisenbahnbrücke. Der Müllnersteg hat man jetzt gerade gesehen. Übrigens hat Salzburg 13 große Brücken. Wobei jetzt nochmal der Müllnersteg und dann nochmal die Eisenbahnbrücke, wie sie heißt, die eine der Hauptbrücken ist, also die größte Brücke ist. Eine barocke Stadt, eine klassische Stadt, eine schöne Stadt. Hier ein paar Aufnahmen von der Eisenbahnbrücke in Richtung Müllnersteg. Links oben hat man jetzt das M32, das Museum der Moderne gesehen, wo ich vorher die Aufnahmen gemacht habe. Es hat so 12 Grad plus gehabt, die Leute haben die Jacken an, wie man sieht, aber der ganze Wind hat das Ganze doch ein bisschen kühler erscheinen lassen. Nun ein bisschen eine peppigere Musik, die klassische habe ich bewusst vorher gewählt, und jetzt kommen wir zur Bildergalerie. Hier eine schöne Aufnahme, allerdings nicht von mir, sondern lizenzfrei von einem Fotoanbieter, steht dann alles im Abspann als Information. Der Mirabellgarten ist die Gartenanlage des Schlosses Mirabell im Zentrum der Stadt. Ist auch ein beliebtes Touristenziel. Auch dieses Foto habe ich nicht selbst geschossen. Ein Foto von mir, Mozarts Geburtshaus, 27. Jänner, wie erwähnt, 1756, Wolfgang Amadeus Mozart hier in der Getreidegasse in diesem Haus geboren worden. Auch ein schönes Bild Richtung Festung Hohen Salzburg von einer anderen Perspektive aus. Immer wieder beeindruckend, die Festung mitten im Ortszentrum der Salzburger Landeshauptstadt sich zeigt. Das Zentrum mit seinem verwinkelten kleinen Gässchen hat immer seinen Reiz. Wie auch hier bzw. die Altstadt. Blick auf das Hotel Sacher zur rechten Seite. Auch ein ehrwürdiges, klassisches Hotel.
kann mich erinnern, wir haben vor vielen, vielen Jahren dort einen guten Kaffee genossen, genau in dem unteren Bereich, wo man die Lichter sieht. Perspektive in der Nähe der Festung, beinahe die Froschperspektive fotografiert von unten nach oben. Hotel Sacher Salzburg, der Müllnersteg bei Nacht. Man sieht noch die Weihnachtsbeleuchtung, die Anfang Jänner noch in der ganzen Stadt zu sehen war. Schaut wirklich sehr schön aus. Passen würde es natürlich mit Schnee. Richtig schön kitschig, aber leider Gottes hatten wir das nicht, sondern sehr viel Grad Celsius im Plusbereich. Salzburger Landeswappen und die Fahne passend zur Stadt. Und noch ein Blick auf das Hotel Sacher. Heidegasse, immer wieder schön hier zu flanieren und zu shoppen und einfach das Zentrum von Salzburg zu genießen. Die Getreidegasse übrigens hat ihren Namen vom lokalen Ausdruck, vom bisschen oberösterreichischen, salzburgerischen trabig sein, schnell geschäftig sein. Deswegen hat die Getreidegasse Getreide, trabig sein, ihren Namen. Hat also nichts mit Getreide zu tun. Dass ja auch eine Hauptverkehrsader war, schon vor vielen, vielen, vielen Jahrhunderten, schon im 12. Jahrhundert, und damals hatten es die Leute eilig. Ja, das war ein Video von Achtung Aufnahme mit Achtung Aufnahme unterwegs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren ein paar kurze, aber feine Eindrücke der Salzburger Landeshauptstadt. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Einfach aufs Abonnieren klicken, daneben die Glocke anklicken. So versäumt ihr keine Videos von mir. Und wenn ihr auch auf meine Facebook-Seite von Achtung.aufnahme.philipp, so lautet es auf Facebook, schaut, würde ich mich auch freuen. Es gibt bald wieder mehr Videos von mir, auch Autotest-Videos für alle Autofans von euch. Und bis bald. Bleibt gesund, euer Philipp Steinriger.